Jo, hallo. Ich wollte mal noch zeigen, wie das so bei mir aussieht, wenn ich hier PlayerUnknown's spiele. Wahrscheinlich ein bisschen weniger actionreich als da im Stream und so. Alles klar. Also die meisten Leute steigen mega früh aus dem Flugzeug aus, habe ich beobachtet. Darum steige ich immer so ziemlich spät aus. Weil, ja, ich denke, die meisten Leute wollen halt nicht warten. Und darum gehen direkt alle zu Beginn raus, wie man hier sieht. Drückt so 20, 30 Leute, die so früh wie möglich das Flugzeug verlassen. Jetzt sind schon mindestens 50 draußen. Und wir sind erst gerade ein Drittel der Strecke, ne? So 60, 70 draußen. Ja. Und nur noch so 20, 30 hier drin. Ja, drum warte ich immer ganz, ganz lange, ganz lange. Und gehe dann meistens gar nicht in die Städte, sondern nur so zu den kleinen Waldhäusern und so. Ja, ich denke, ich gehe mal dahin. Hat irgendwie, keine Ahnung, zwei Häuser. Mal schauen, ob wir da was finden. Falls möglich, gehe ich aber eher zu einem Auto. Weil wir sind hier ganz am Rand der Map und brauchen auf jeden Fall ein Auto. Scheiße. So, ich sehe kein Auto, das ist blöd. Aber wird schon. Okay, dann wollen wir hier die Häuser mal looten. Ich mache immer die Türen zu, dann weiß niemand, dass ich hier bin. Eine Shotgun. Ja, man kann die Tür nicht öffnen während dem Nachladen. Das, ja. Mega komisches Hausdesign. Bananen. Ich denke, der Loot hier ist ziemlich scheiße, wie das hier ausschaut. Vielleicht finden wir auch ein Boot hier, das könnte sein. Eine gute Weste, das ist nice. Eine M16, das ist auch schön. Wie ich es immer wieder schaffe, nachzuladen, während ich die Tür irgendwie aufmachen will oder zu machen. Unglaublich. Also im Haus dürfte die Shotgun hier besser sein. Drum wählen wir lieber die aus. Pistole, denke ich, brauchen wir gar nicht mehr, aber wenn wir sie schon kriegen, warum nicht? Dann gehen wir zum anderen Haus. Ja, man hört da Schüsse. Gar nicht so weit weg, denke ich. Mal kurz hier checken. Also ich bin kein Freund der M16. Mein Inventar ist voll scheiße. Ja, ich behalte jetzt mal die M16, aber will eigentlich die AK lieber nutzen. Die coole Code. Und hier ist nichts. Gar nichts. Hallo.
Und wie geht's denn hier rein? Ein Helm, ganz gut. Gut. Ja, wir könnten echt schauen, ob wir ein Boot finden hier. Vielleicht müssen wir dann noch irgendwie dahin. Weil unser Equipment ist nicht so stark. Wir haben keine Scopes, wenig Attachments und so. Ist nicht so der Bringer. Boot ist sich jetzt auch keine. Ja. Ich möchte auf jeden Fall ein Fahrzeug, weil zu Fuß da bis zur Zone, das ist scheiße. Vielleicht spawnen hier gar keine Boote, weil es hier so an der Klippe ist. Ich weiß gar nicht, ob die M16 oder die... die AKM besser auf Range ist. Mit Vergleich, ne? Ja, ich gehe jetzt Richtung Straße, weil an der Straße hat es Autos, logischerweise. Aber hier haben wir aus der Luft ja schon keine gesehen. Es guckt eigentlich, dass wir jetzt halt diese Runde auch gar nichts geschissen kriegen, weil die Zone kommt jetzt dann gleich schon. Wir können das Haus rechts gar nicht mehr looten, aus Zeitgründen ohne Auto. Hier sehen wir immer noch keins, aber da vorne ist, glaube ich, nein, es ist auch noch ein Stein. Scheiße. Menno. Ich will ein Auto. Ist echt weit und breit kein Auto. Kotzen. Ja, irgendwas ist da, aber ich... man kann von hier nicht sagen, ob das ein Auto ist oder nicht. Also es könnte möglicherweise. Und die Zone kommt schon gleich. Ja, aber das ist kein Auto. Ja, doch. So, direkt vor mir, das singende Struktur. Ich weiß nicht, was das ist. Ist das ein Motorrad? Es ist ein Motorrad. Alter. Ich habe es gespottet, Mann. Also, ich bin so stolz auf mich. Na gut, ja, wir müssen halt direkt losfahren. Ja, so in die Richtung. Vielleicht kann ich noch ein bisschen hier was looten, weil mein Equipment ist echt schlecht. Also ein bisschen schnell. Skripts, die hier, Rucksack, Bandagen. Die erste Zone macht auch nicht so viel Damage, von daher wäre es jetzt nicht so schlimm, wenn wir ein bisschen Damage kriegen. Kacke, kacke. Nichts.
Pickel war da. Rucksack Level 2 haben wir. Hier ist noch eine Tür. Nichts. Jetzt ballern die schon wieder irgendwo hier. Jetzt sind wir außerhalb der Zone. Problem beim Motorrad ist halt echt, dass man sich extrem schnell auf die Fresse legt. Gerade jetzt hier so Hügelzeug, das kann man kaum fahren. Und man stirbt dann auch immer direkt. Beim Auto ist halt so, ja, liegst halt auf dem Dach, okay, aber beim Motorrad bist du einfach tot, ne? Das passiert halt auch, wenn man so fährt, aber weil man das Motorrad halt hört. Ach, solange ich hier nicht einfach einen Headshot kriege, ist mir das auch egal. Ja, da war offenbar jemand. Das Problem ist, wenn ich jetzt wieder aufs Motorrad aufsteige, knallt er mir einen Headshot rein. Das ist ein bisschen. Wenn er denn trifft, ne? Tut er aber nicht. Ja, ich könnte jetzt gegen die Leute kämpfen, aber ich habe keine Scopes und nichts. Das ist interessant, wenn ich einen Lag habe, dann. Weil er irgendwie einen neuen Teil der Karte lädt, danach dreht sich mein Motorrad. Das ist noch spannend. Da wieder. Komisch. Ich würde gerne noch ein bisschen was looten, so, aber ich weiß nicht, hier in den Städten ist wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht. Und jetzt hier die Tür ist ja offen. Das heißt, hier wurde schon gelootet. Läuft noch. Ist irgendwie viel zu ruhig hier. Seht ihr, da oben die Tür ist offen, das heißt, das Haus wurde auch schon gelootet. Ich hatte halt noch ein bisschen Hoffnung, vielleicht noch irgendwas zu finden hier, aber ich. Ich gehe mal weiter. Frage ist, wohin, ne?
Ja, immer wenn die Map laggt, dann dreht's mich. Das ist mega komisch. Bei den Autos ist das nicht der Fall. Ja, man kann hier Schritte hören. Das war mega schlecht eigentlich von mir. Aber er ist voll. Kampf gewonnen. Ich schieße ihm halt in den Rücken und hau noch alles daneben, ne? Lausig. Schleppt der alles mit sich rum, ey. Wir können ja die M16 auf Range nutzen mit diesem Scope. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Das nehmen wir. Aber meine Weste ist besser. Die Maske finde ich cool, die Sonne und alles. Ammo. Bandage. Das brauchen wir mal nicht. So. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Haus gelootet ist oder nicht. Ich weiß nicht, was rausgeht. Schaut jetzt gerade, ob der Airdrop. Theoretisch könnten wir da hinfahren. Jetzt kommt wieder jemand. Ich habe hier gerade keine Cover. So. Ja, hier ist er auch recht laggy für mich. So, ich hoffe, dass ich hier nicht kämpfen muss. Nochmal. Ich hau mal ab. Das ist recht exponiert da. Mitte der Zone. Ich weiß nicht, ob da auf mich geschossen wird. Ja, auf den Mann ich. Das ist echt gefährlich, wenn sich das Motorrad so dreht und man auf dem Kopf landet, ist man instant tot. Das ist so heikel. Wird einer abgeknallt. Ich glaube, der wurde schon gelootet, wie das ausschaut hier.
Nein, Alter. Nimm das weg. Und das weg. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie es wollte. Nee, andersrum, ne? Von da unten ist einer rumgefahren. Wenn wir nicht. Ja. Ah, der Helm ist schlichter. Wie es ausschaut. Ja, passt. Die Emma. Ja, passt. Muss reichen, okay. Fahr, Bitch, fahr! Das haben wir so gut gesehen, der war ja ganz nah, ne? Aber solange ich da einfach im Boden liege, sieht er mich nicht. Weil irgendwie. Man nimmt nur Bewegungen wahr, so. Der fährt nach. Mit dem Auto ist es dann deutlich weniger heikel. Ja, aber ich möchte jetzt in die Mitte der Zone, weil da haben wir einfach keinen Stress von wegen hier. Muss bewegen, nehmen, wer sich bewegt, der stirbt. Ne? Wir fahren jetzt hier hin, versuchen uns irgendwo zu verstecken. Da wird mir jetzt gerade der Kopf weggeschossen oder nicht? Der Busch ist nicht gut, so muss ich verstecken. Scheiße. Warte, da ist noch einer. Der ist auch nicht gut. Hier? Hallo? Geht das? Oh, ich weiß nicht. Weit und breit keine Cover. Ja. Ja, gefällt mir ja nicht. Es ist aber irgendwie ein bisschen laggy so. Ich glaube, ich krieg gleich einen Headshot, so einfach. Pam, tot. Mit dem einer Helm, den ich habe, das reicht der einen Schuss auch. Die Zone geht dann in die Richtung.
Ja, bei mir schaut das eigentlich fast immer so aus. Ich verstecke mich einfach. Und dann sterben alle rund um mich rum. Und sobald ich hier raus muss, werde ich dann abgeknallt. So, ja. In dem Haus ist definitiv einer da. Aber das Haus ist nicht mehr in der Zone nachher. Und wenn der da rechts rausläuft, sehen wir den gar nicht. Oh, guck mal, da ist einer. Ja, ich hatte das falsche Scope. Aber eigentlich habe ich ihn zuerst gesehen. Bis ich mit dem mal 8 Scope da das wieder am richtigen Ort hat. Das ärgert mich jetzt. Das wäre ein easy kill gewesen, so wie er mich halt gekillt hat. So, pam pam, tot. Scheiße. So knapp. Naja, so läuft's. Das war's. Ciao.